So, jetzt ist es ein bisschen leiser. Wir spielen Gothic 2 mit der Modifikation Die Rückkehr Rebalance als Decksbild. Eigentlich streame ich diesen Dex-Char gar nicht, sondern lade das immer nur auf YouTube hoch. Come, you fools! Da ist der gute Riff 10, grüß dich. Michi ist auch schon da, noch ein paar andere Leute, sehr schön. Ja, ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen zeigen, vielleicht habe ich das auch schon mal gemacht hier über den Stream, ich weiß es gar nicht mehr, kann mich aber nicht daran erinnern. Ich wollte mal zeigen, dass es möglich ist, eben in der Returning Rebalance einen Fernkämpfer zu spielen, der auf Bogen geskillt ist. Man kann dann später über Galahad noch ein bisschen Magie dazu lernen. Das hilft natürlich dann auch, gegen einige Gegner zu bestehen, die immun gegen Pfeile sind, wie zum Beispiel Skelette oder Untote. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind hier jetzt quasi in Kapitel 2. Wir haben Stufe 44, 80 Stärke, alles über Boni. Geschick haben wir ganz viel trainiert, 153 Punkte. Haben schon 860 Lebensenergie, sind Bogenmeister bei 74%. Und guckt euch das mal an, was für einen Bogen wir ausgerüstet haben. Der macht jetzt schon 140 Damage. Mein Lieblingsbogen bleibt aber immer noch dieser edle Jagdbogen mit 82 Schaden. Und zwar deshalb, weil dieser edle Jagdbogen eine besondere Spezialfähigkeit hat. Ja, Lumpi, wir sind in Kapitel 2. Ich hatte gerade Bock auf diesen Decksbild. Den habe ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gespielt. Oder weitergemacht. Und zwar seit dem 10.11. Das ist jetzt schon fast ein Monat her. Ich spiele ja quasi drei Charaktere in Returning. Einmal den Sektler, besser gesagt den Templer. Das spiele ich über YouTube und ab und an streame ich das auch. Und dann halt den Feuermagier, ne, den ich durchweg nur streame. Und dann gibt es hier noch diesen Decksbild. Den spiele ich immer privat und lade dann die Videos auf YouTube hoch. Ist kein richtiges Let's Play. Ich nehme einfach alles auf, was ich gerade sage und so, in 720p und transferiere das dann einfach so auf YouTube. Ja. Und das wollte ich jetzt euch gerne mal zeigen, dass es auch geht. Und im Moment sind wir im zweiten Kapitel und machen gerade hier die Goblins in Corinis Quests. Ja, ein Bauer will hoch hinaus. Das ist quasi diese ganze Nebenmod, dort, wo die hier eingebaut stand, wurde. Wart ein Ort. Hey! Kennst du dich mit fremden Kulturen aus? Weshalb möchtest du das wissen? Wenn du von den Orks sprichst, kann ich dir dabei nur wenig helfen. Meine Kenntnisse sind diesbezüglich sehr rar und... Nein, die meine ich nicht. Ich habe bei einigen Goblins ein Schreiben in einer fremden Sprache entdeckt, die sie zu sprechen scheinen. Es ist sehr wichtig, dass dieses Schreiben entschlüsselt wird. Lee hat mir aufgetragen, dich um Hilfe zu bitten. Lee? Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört, auch wenn er früher viel öfters für den Ring des Wassers gearbeitet hat. Seit Laris in der Stadt ist, lässt er sich nicht mehr blicken. Wahrscheinlich hat er auf dem Hof zu viel zu tun. Wenn du von ihm kommst, muss die Angelegenheit sehr ernst sein. Ich habe mich in jungen Jahren öfters mit der Kultur der Goblins auseinandergesetzt. Vor allem deshalb, weil ich den Hass der Menschen ihnen gegenüber nicht verstehen konnte. Ich kam sogar mit einigen von ihnen in Kontakt, die sich ihrer Sprache bemächtigten. Eine unglaublich alte und bemerkenswerte Sprache. Ich konnte in Erfahrung bringen, dass ihre Sprache ein Gemisch aus der Orks und unserer entspricht. Durch das Zusammenleben mit den Orks und der gelegentlichen Annäherung an uns Menschen haben sie es tatsächlich geschafft, ihre eigene Sprache zu erkennen. Faszinierend, nicht wahr? Doch leider trieben die Menschen sie immer mehr in die Enge, bis sie sich vollständig zurückgezogen haben. Konntest du in deinem Studium über sie lernen, ihre Sprache zu entschlüsseln? Leider nein. Die Ereignisse in der Welt waren zu durcheinander, sodass wir Wassermagier uns dringend damit befassen mussten. Deshalb muss ich dich leider enttäuschen, mein Sohn. Ich verstehe ihre Sprache auch nicht. Das ist schade. Wie sollen wir nun das Schreiben entschlüsseln?
Es gibt da noch eine Möglichkeit, die du in Betracht ziehen könntest. Und welche? Soweit ich mich erinnere, hat Xardas verborgene Kenntnisse über fremde Kulturen. Er hat sogar mit ihnen experimentiert, habe ich mir sagen lassen. Vielleicht ist der dunkle Magier deine einzig noch verbliebene Hoffnung. Xardas also, so langsam wird er mir wirklich unheimlich. Gibt es irgendetwas, was dieser Magier nicht kann oder nicht macht? Du sagst es. Wer weiß das schon? Er ist und bleibt ein wandelndes Rätsel. Viel Glück. Danke. So, wir müssen also zu Xardas, damit wir die Quest um diese Goblins weiterführen können. Das ist ja schrecklich. Also, wir sind Vollblutjäger. Noch mehr Ärger kann ich. Das kann ich gerne hier nochmal präsentieren. Wir haben sogar hier Billiana gefunden in Jakinda, als wir die Assassinen getötet haben mit unserem Bogen. Die Klaue Belias haben wir natürlich auch noch dabei als, ja, zur Notwaffe, wenn gar nichts mehr geht. Damit können wir auch Gegner erledigen, die immun gegen Pfeile sind. Also wir sind ganz gut gewappnet und man kann wirklich... Man kann wirklich einen Dex-Kämpfer spielen. Ich kann diese Beiträge auf World of Gothic nicht verstehen, dass man eben hier in Returning Rebalance eben keinen Dex-Spieler machen kann. Das ist, finde ich, stimmt nicht. Bisher sind wir super durchgekommen, ohne Probleme. Ja, was ich euch zeigen wollte, ist, wir haben hier ein paar schöne Rüstungen schon. Ich erzähl dir doch nichts. Wir haben sogar das Jägertotem gefunden. Das ist auch so ein neues Item, was eingeführt wurde. Das ist doch alles nur Gerede. Ich kann das nicht glauben. Die Musik ist so laut, Ayeng. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Die Musik ist echt so laut. Also ich finde die auf dem Kopfhörer eigentlich ganz angenehm. So, jetzt habe ich es noch ein bisschen leiser gemacht. Nee, Jeck ist Kölsch und bedeutet einfach, das ist eine Art Liebkosung. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Hey Alter, zum Beispiel, aber nett gemeint. Die Probleme habe ich kommen sehen. Man kann aber auch sagen, hey du Jeck. Das war schon vorher klar. Das kann in Anführungszeichen auch negativ halt gemeint sein, glauben, aber das ist dann in dem Moment gar nicht negativ, sondern einfach, ja, wie blöd bist du eigentlich? So, ne? Das hat zwei gute Bedeutungen, halt einmal die Liebkosung und einmal so die negative Seite. Ich erzähl dir doch nichts. Genau, ich wollte euch die Rüstungen zeigen. Nicht, das hast du nicht gewusst. Also wir haben hier die alte Rebellenrüstung schon gefunden. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Da haben wir einen Bossgegner hier mit dieser Rune Untote vernichten erledigt. Das höre ich zum ersten Mal. Der hatte diese Rüstung dabei. Das ist doch lange bekannt. Dann haben wir uns von mir die Trollrüstung gekauft bei Bossbau. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben Rüstung kann. Aus Trollhaut haben wir auch gekauft. Das war doch klar. Dann haben wir hier die schwere Gardistenrüstung und die Crawler-Plattenrüstung. Die haben wir alle. Warum hört eigentlich keiner? Erwirtschaftet und erworben, erarbeitet, was also auch immer. Geht es besser. Und ich ziehe die immer an, wie ich gerade lustig bin, ne? Die Probleme habe ich kommen sehen. Er muss das ja besser wissen. Wir können nur abwarten. Also man kann es immer sagen und man weiß nie, ob man sich freuen oder aufregen soll, wenn man so genannt wird. Nee, Jan, wenn du den Ausdruck genau kennst, dann kannst du immer ganz genau unterscheiden, was damit gemeint ist. Ne? Je nachdem, was dein Gegenüber zu dir sagt, mit dem Wort Jeck, wirst du dann genau differenzieren können, ob das jetzt eher liebevoll gemeint ist oder eher so ein bisschen, naja, du Depp. So, ne? Das hörst du dann raus. Okay, genug geschwafelt. Ich bin so eine alte Plappertasche. Wir gehen jetzt einfach mal zu Xardas und spielen diese Questreihe noch ein bisschen. Trank der Geschwindigkeit wäre sehr hilfreich, davon haben wir ganz viele. Also ich habe hier jeden Lernpunkt in Geschick
und Bogen investiert, bis zum geht nicht mehr, das könnt ihr mir glauben. Und alles andere habe ich nicht trainiert. Dann spielen wir hier natürlich, glaube ich, auf normal oder auf schwer mit überdimensionalen Erfahrungspunkte, weil ich eben ganz viele Lernpunkte brauche, damit eben dieser Decksbild auch ganz gut funktioniert. Aber die Gegner sind nicht zu leicht. Darauf haben wir auch geachtet. Sonst macht es ja keinen Spaß. Was kann ich denn noch sagen? Mal gucken. Ja, wir haben ganz viele Talente schon gelernt. Außer Runen erstellen und Dämonologie. Schmieden brauche ich nicht wirklich. Erdschiffen brauchen wir auch nicht. Das kann man später irgendwann durch Bücher lernen oder irgend sowas. Jo. Und wir sind natürlich im zweiten Kapitel. Jakenda haben wir, glaube ich, gerade so absolviert. Also Raven ist auf jeden Fall nicht mehr uns. Ravens Garde. Ja, genau. Ist alles soweit durch. Und wir könnten jetzt eigentlich Richtung Minental aufbrechen. Machen wir natürlich nicht. Wir kümmern uns erstmal hier um diese Schatzsucher-Questreihe. Dann ist die schon mal erledigt. Ja. Lumpy, was hast du denn angestellt? Was hast du denn gepostet? Da ist Herbert. Ja, genau, der hat uns auch schon angesprochen wegen Raven. Ich mach mal eben hier die Effekte ein bisschen weiter runter, damit es bei euch vielleicht nicht buffert. Sollte eigentlich nicht, weil Shadowplay überträgt das immer optimal zu Twitch. Es gibt eigentlich nur bei OBS Probleme. Hey, du! Ich hab gehört, dass du Wissen über fremde Kulturen besitzt. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Musst du mich jetzt stören? So banale Fragen kannst du mir gerne stellen, wenn ich mich ausruhe. Hast du nicht einen Berg von Aufgaben, die du zu erledigen hast? Ja doch, aber ich brauche unbedingt deine Hilfe, da du der Einzige zu sein scheinst, der mir noch irgendwie weiterhelfen kann. Keine Widerrede. Komm später wieder. Okay, komm später wieder. Dann sollten wir mal kurz da reingucken, was er damit meint. Xaras ist sehr beschäftigt und wird mir bei meinem Problem erst helfen, wenn er seine Ruhephase hat. Ja, wann geht man denn zur Ruhe? Meistens nachts, würde ich sagen. Lester pennt immer noch. Ich bin... Nein! Kollege, ich brauche dein Bett. Ich gehe mal eben ein bisschen schlafen. Verdammt! Was ist los? Schlafen wir doch mal bis Mitternacht, würde ich sagen. Raus aus... Dann dürfte Xaras nicht mehr arbeiten. Jo, so schaut's nämlich aus. Alles klar bei dir, so, oder? Was ist dein Problem? Warum hattest du mich während meiner Studien gestört? Ich hatte eine denkwürdige Begegnung mit Goblins. Goblins, die sprechen konnten. Außerdem haben sie Aonas Hof nachts regelmäßig geplündert. Ich habe sie aufgespürt, habe mit ihnen gesprochen und sie anschließend erledigt. Dabei habe ich beim Anführer ein Schreiben entdeckt. Ja, ich wünsche auch eine gute Nacht, Jan. Schlaf gut. Das war der Meinung, du seist der Einzige, der mir in dieser Sache behilflich sein kann. So, so, sagt er das? Na, dann zeig mir doch mal dieses Schreiben. Also hatte er recht, du verstehst wirklich die Sprache der Goblins? Kurzum, ja. Und jetzt zeig mir dieses Schreiben. Da ist es. Ich verstehe rein gar nichts davon. So, jetzt werde ich das Schreiben ersetzen und dir eine übersetzte Version übergeben. Geschafft. Jetzt solltest du es lesen können. Ich will ja deine Methoden nicht in Frage stellen, aber... Was aber? Du hast doch, was du wolltest, oder nicht? Schon. Ich habe mich nur gefragt... Wenn du die Sprache lesen und verstehen kannst, warum hast du es mir nicht einfach vorgelesen? Na, weil du vermutlich nicht alles im Kopf behalten kannst,
Vielleicht kommst du in eine Situation, wo du auf die Informationen zurückgreifen musst. Tja, wenn dein Schädel dann da nicht mehr mitmacht, bist du heilfroh, wenn du es nur zu lesen brauchst. Wo du überall deine Gedanken hast. Dennoch, ich danke dir für deine Hilfe. Ja, ja, keine Ursache. Das ist ja unglaublich. Hast du etwas Interessantes gelesen? Und ob, wenn ich es richtig deute, wollen sich die Goblins vermehren und in Korinis Fuß fassen. Das könnte große, unangenehme Probleme mit sich bringen. Als ob die Gefahr, die von den Orks ausgeht, nicht schon genug wäre. Jetzt drücken uns diese Biester ebenfalls auf den Pelz. Ich muss auf der Stelle die Söldner warnen. Wir sind in Gefahr. Das ist in der Tat etwas beunruhigend. Tu, was du tun musst, nur, tu es auch. Keine Sorge, ich werde mich sofort darum kümmern. Bis später. Genau! Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Absehe. Geil. Der hält sowieso nicht so viel von uns, der Xaras. Ich glaube, der nimmt uns manchmal nicht für voll. Das ist mir in allen Gothic-Teilen immer wieder mal aufgefallen. Der gibt manchmal so Kommentare von sich, wo ich dann denke, okay, alles in Ordnung bei dir, oder? Gut. Schlafen wir doch mal eine kleine Runde. Damit die Sonne wieder da ist. Wir haben 100 Dietriche, habe ich gerade eben gesehen. 100 Dietriche. Hallo, Dexot Gaming. Schön, Sie hier bei uns zu sehen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Und ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß hier im Stream. Und weil Sie mal da sind, werde ich Ihnen ein paar Willkommensbugs geben, damit Sie nicht direkt so viele einfangen müssen. Wo sind Sie denn? Ja, direkt erfasst worden. Zwei Bugs schon da. Sie kriegen jetzt einfach mal von mir nochmal 15 dazu. Das macht dann 17. Nicht 170, sondern 17. Wäre ein bisschen viel. Viel Spaß damit. Damit kannst du dann, keine Ahnung, Songs spielen lassen. Oder irgendwie ein bisschen rumbuggen, was auch immer. Herzlich willkommen hier im Stream. Weiter geht's. Xaras hat mir das Schreiben von Grimgash übersetzt wiedergegeben. Ich erschrak, als ich es las. Eine Anordnung von einem Goblin-Oberst, die Bauernhöfe zu plündern, damit genug Nahrung vorhanden ist, um sich ausreichend zu vermehren. Sie wollen Korinis besiedeln. Das darf nicht sein. Lee muss davon erfahren, unbedingt. Hello, Zipzep. Nice to see you. So, dann lesen wir nochmal kurz. Ja, ist gut. Ich pack ja mit. So. Dann lese ich mal eben noch kurz den Text. Plünderung der Höfe in Korinis. Auf Befehl von Oberst Sjaltorg. Alle Bauernhöfe in Korinis heimlich plündern. Lasst euch dabei nicht erwischen. Ansonsten Kopf ab. Anschließend werdet ihr alle Nahrungsmittel, Waffen, Rüstungen und was ihr sonst noch findet, in unser Hauptquartier unterhalb der Akil-Brücke transportieren. Das Gold aller Rotzi die Bengel kommt in meine Kammer. Klar, ansonsten Kopf ab. Bei Kontakt mit den Rotzi die Bengels will ich entweder deren oder euren Tod. Sie dürfen nicht erfahren, wo, wie, wieso, weshalb, warum und was wir vorhaben. Unsere Ausbreitung muss geheim bleiben. Oberst Sjaltorg. Na dann, also die haben ihr Hauptquartier quasi unter der Akil-Brücke, also bei dem Hof von Akil. Da gibt es ja eine Brücke.
Und unter der Brücke befindet sich so ein Tal mit Wagen, glaube ich. Und anderes Getier. Da müssen sich irgendwo die Goblins versammelt haben. Uhr 30, ah ja. Dann werde ich mal eben die Rüstung wechseln. Ich habe jetzt Bock auf die hier. Die alte Rebellenrüstung. Wir müssen auf jeden Fall jetzt wieder zu Hodges. Und darüber muss er auch unterrichtet werden. Genauso Kommandant Lee oder Supersöldner Lee oder General Lee, was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie die Söldner ihn betiteln. Anführer Lee wäre auch möglich. Auf jeden Fall war er früher General Lee. So. Watras. Wie steht's um mein Ansehen bei Adanus? Du bist mittlerweile ein Kind unserer Kirche. Dein Glaube ist groß. Wow, wir haben 41 Punkte. Das finde ich ja mal richtig geil. Ich will Adanus etwas spenden. Was? Ich habe kein Gold? Ich habe zurzeit nichts übrig. Das ist nicht schlimm. Ich habe kein Gold. Wieso habe ich... Ich habe 10 Goldstücke. Ach du Scheiße, wie peinlich ist das denn? Ich habe gerade mal 10 Goldstücke. Das müssen wir natürlich ändern. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe nur noch 10 Goldstücke. Zeig mir deine Ware. Das ist das Inventar von dem guten Rupert. Dem habe ich ja so ziemlich alles verkauft, was ich besitze. Heiligsblechle. 10 Goldstücke, das ist ein bisschen arg wenig. Das ist schon besser. Armbrust, ja komm, da verkaufe ich mal ein paar Bolzen. Hartz 4 Söldner. Super AC, der ist gut. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Hartz 4 Söldner, der ist richtig gut. Willst du mich verarschen, Bolzen? Wir hatten jetzt gewonnen. Ayeng hat gewonnen. Und Marcello Veogi. Tja, Absi, der Bot mag dich nicht. Du hast echt einen Stein im Brett bei dem. Sorry, aber der mag dich ja mal gar nicht. Okay, wir haben wieder ein bisschen Gold. Das passt. Willst du mich verarschen, Bot? Tja, lieber Ayeng. Ja, lieber Absi. Ich habe keine Ahnung. Was ich will Adanos etwas für Probleme habt. Ich habe 50 Goldstücke. Ich danke dir im Namen Adanos, mein Sohn. Wie steht's um? Du bist 42 Punkte, super. Jetzt gehen wir noch kurz zu Innos. Ja, Akrobatik können wir natürlich auch schon als Jäger. Das darfst du keinem erzählen. Das ist natürlich wichtig. Zuris haut ab. Keine Ahnung, wo der hin will. Innos! 49 Punkte, das ist natürlich sehr schön. Dann werden wir... Nimm mein Gold als Opfer an. Jo, jetzt haben wir unsere Erlösung. Sehr schön. Innos! 50 Punkte glatt, das passt. Unsere Pflicht haben wir getan. Sehr schön. Gold haben wir wieder nicht. Wirklich? Ja, das sind Hartz-IV-Zeiten für diesen Söldner. Das ist doch kann man sagen, ne? Kann man so sagen. Guckt euch das an. 11 Elixiere der Geschicklichkeit. Die habe ich alle hergestellt.
Da habe ich auch noch Lernpunkte investiert, um das herstellen zu können. Dann haben wir hier noch ein paar Steintafeln des Bogenschützen. Die werde ich natürlich noch... Obwohl, Moment mal, wie viel haben wir denn? 74, die kann ich eigentlich alle einnehmen. Warum habe ich die noch aufbewahrt? Die kann ich eigentlich schon einwerfen. Wow, jetzt haben wir aber richtig Power, oder? 88%. Ich muss jetzt gar nicht auf 100 gehen. Das ist gar nicht so wichtig. 88%. Hohoho. Ja, das ist schon toll. Und dabei sind wir gerade erst im zweiten Kapitel. Das finde ich ja mal geil. So, jetzt werde ich auch wieder meinen anderen Bogen ausrüsten. Den finde ich richtig geil. Ich habe irgendwann schon mal erwähnt, glaube ich, vor vielen, vielen Streamparts beim Feuermagier, dass ich diesen Bogen eigentlich Ruf des Jägers betiteln wollten, dass ich diesen Bogen mit dem Namen Ruf des Jägers ausstatten wollte. So, jetztle. Hab ich gerade versprochen. Aber irgendwie habe ich das dann doch vergessen und ihn stattdessen Edler Jagdbogen genannt. Aber Ruf des Jägers ist viel besser, weil da passiert nämlich was, wenn wir diesen Bogen benutzen. Und das ist richtig cool. Das hätte er auch selbst wissen können. Okay, Leute, dann würde ich sagen, kurze Pause. Wir machen jetzt einfach mal ein kleines Minigame. Habe ich schon alles vorbereitet? Habe ich. Na dann, viel Spaß dabei. Wir spielen zwar nicht mehr Odyssey, das war eigentlich für Odyssey gedacht, dieses Minigame. So wie du aussiehst, hast du wohl woanders angeheuert. Dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Nicht wirklich, wir sind immer noch da. Du Freak. Aber ich denke, man kann auch das Minigame jetzt spielen. Ich habe noch nicht mal 5 Punkte zum Mitmachen. Okay, Absi, ist ja gut. Dann helfe ich dir mal kurz. Wo ist der gute Absi? Oh je, du hast ja gerade mal einen Punkt. Machen wir doch mal 10 draus, okay? Tja, wenn man seine Punkte einfach so verzockt, dann darf man sich nicht wundern, mein Freund. Glücksspiele sind nicht so gesund. Wenn Absi 5 bekommt, will ich mindestens 500. Naja, komm, Lumpi. Jetzt lump hier mal nicht so rum. Wir sind alle lieb und nett zueinander. Das will doch keiner wissen. Einige Probleme erledigen. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Man weiß gar nicht mehr, wen man noch zu den Söldnern? Zu Hodges, glaube ich. Keine Ahnung, sag du es mir. Kann ich Waffen bei dir kaufen? Ich wundere mich aber gar nicht. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Das sind doch alles nur Gerüchte. Das wird sich nie ändern. Hallo, Schatz. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Na, wer wird denn so gierig sein? Ich sag dir Bescheid, wenn ich mal wieder was für dich zu tun. Dann gibt's auch wieder Eintopf. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Okay. Habe ich Fleisch dabei? Ja, aber das brauchen wir ja für... Da kann man sich nicht drauf verlassen. Die Stärke-Boni, die man herstellen kann über die Molerad-Keule. Dann, mit wem wollte ich jetzt reden? Ach, mit Lee! Genau, mit Lee wollten wir reden. Glaubst du wirklich daran? Wir haben ja den Brief übersetzt. Ich habe oder die Notiz, besser gesagt. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält.
Hallo, Wambas! Noch ein neuer. Ist ja ein Ding. Heute kommen aber viele neue rein. Kann das sein? Oder sollte ich lieber das hier zu dir sagen? Ich weiß nicht. Hey, du hast hier nichts zu suchen, klar? Nee, Scherz beiseite. Natürlich, jeder kann hier sein, wenn er will. Wo ist der gute Wambas? Der kriegt natürlich auch noch sein Willkommensfett ab. Kardimon Fatang Shatar Fatang Beliar. So, lieber Wambas, hallo. Dann kriegst du von mir 15 Bucks. Dann hast du 17. Mit diesen Bugs kannst du Sounds abspielen lassen oder beim Buggen mitspielen oder bei anderen Minigames, was auch immer. Viel Spaß damit. So, da sind wir wieder. Und Lee schläft ja im anderen Raum, glaube ich. Jo, das tut er auch. Ich habe da meine eigene Meinung. Was ist los? Er hat auf die falschen Leute gehört. Hä? Ich komme aus dem Minental? Von mir hatte das nicht. Er hat auf ich habe keine Gesprächsoption bei ihm. Ach, vielleicht, weil er noch am Pennen ist. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Kann sein, dass er noch am Pennen... Meinst du, mir geht es besser? Wegen der Zeit. Das ist gut möglich. Ja, deshalb schlafen wir jetzt einfach mal bis zum Morgen. 8 Uhr morgens, genau. Vielleicht ist er jetzt ansprechbar. Ist das wirklich wahr? Warte mal, das schon gedacht. Ja, habe ich mir doch gedacht. Von selbst ist er da nicht. Ich weiß, was die Goblins vorhaben. Ich konnte das Schreiben entschlüsseln, weil das konnte mir hierbei nicht helfen. Ich musste einen anderen Magier aufsuchen. Jetzt spann mich nicht auf die Folter. Was hast du herausgefunden? Hier ist die Anordnung von Cialdog, ihrem obersten Anführer, sie selbst. Ich kann das nicht glauben. Schrecklich. Welche Vorstellung. Wenn das jemals wahr werden würde, will ich nicht mehr Lee genannt werden. Wieso ist das uns nicht schon viel früher aufgefallen? Das ist wirklich nicht mein Problem. Jetzt ist mir auch das klar, hätte ich mir ja denken können. Du musst dich natürlich wieder überall einmischen. Wir müssen die Goblins so verärgert haben, dass sie nun zurückschlagen wollen. Verdammter Mist, das hast du nicht gewusst. Das könnte unsere Position sehr schwächen. Wenn die Orks uns in dem Moment überrennen sollten, dann gute Nacht. Ich hab da meine Nein, Meinung. Das darf einfach nicht sein. Wir werden das Problem beseitigen und diese Goblin-Plage ein für alle Mal beenden. Und wie stellst du dir das vor? Corinnes ist groß. Willst du etwa alle Höhlen abklappern, um sie zu erledigen? Wenn es der einzige Weg wäre, ich weiß warum gar nicht, nicht? Warum er sich so aufregt. Doch ich bin mir sicher, dass es auch einfacher geht. Wir köpfen die Schlange, dann ist der restliche Teil von hier regungslos. Du meinst, wir erledigen diesen Cialdog und die verbliebenen Goblins werden ohne ihren Oberst aufgeben? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Aus dem Schreiben geht deutlich hervor, mit welchen Methoden dieser Anführer seine Schar unter Kontrolle hält. Wenn er nicht mehr da ist, werden sie alle verzweifelt sein, weil sie keine Struktur mehr innehaben. Wie sollen wir vorgehen? Ich werde dir diese Aufgabe überlassen. Er weiß ja nicht mal, ja, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, entweder alleine gegen die Goblins zu kämpfen oder wir holen uns ein bisschen Hilfe. Ja, ich denke mal, das ist immer ein bisschen angenehmer, wenn man Hilfe dabei hat. Deshalb. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Du schnappst dir ein paar Söldner, machst dich auf ins Hauptquartier, metzelst alles nieder und bringst mir ein Andenken von diesem Cialdog mit. Kein Problem. Ich denke, 3 Söldner sollten reichen, um das Nest auszuräuchern. Gut, ich hoffe, sie verrichten ihren Dienst auch ordnungsgemäß. Das wird mit Sicherheit kein leichter Spaziergang. Mach dir keine Sorgen. Sie sind ausgebildete Spezialisten, was den Fernkampf angeht. Glaubst du wirklich daran? Bevor die Goblin-Armee angerauscht kommt, ist die Hälfte ihrer Anzahl niedergestreckt. Da bin ich ja beruhigt. Ich muss los. Vermassel es nicht. Nö, mach dir mal keine Sorgen, lieber Lee. So, ich gehe mal eben kurz raus und dann werde ich das Minigame auflösen. Ich habe jetzt gar nicht auf den Chat geachtet, wer alles mitgemacht hat. Aber
Es gab mal wieder 75% vom Einsatz zu gewinnen. 75% ist viel, ne? Also wenn jemand 100 Bucks eingesetzt hat, kann er quasi 175 gewinnen. Das ist verdammt viel sogar. Minigame, wo bist du denn? Da. Jetzt bin ich mal gespannt, wer alles auf den lieben Bruno gesetzt hat, denn das war unser Mentor auf der Insel Athanos. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Darkbank war der Einzige, der gewonnen hat. Oh, okay. Ja, schön für ihn. Ich weiß gar nicht, warum. Schade, dass du so wenig eingesetzt hast. Aber so ist das nun mal. Wo hast du das denn schon wieder her? Okay, es gibt hier, um genau zu sein, drei neue Söldner. Die können wir mitnehmen. Wir müssen jetzt nicht alle mitnehmen, aber wir können bis zu drei mitnehmen, hat ja Lee gesagt. Da ist zum einen Gantor. Ich brauche deine Kampfkraft. Eine Goblin-Armee nahe Korinnes will sich hier ausbreiten. Den Hof haben sie schon ordentlich geplündert. Hast du mit Torloff oder Lee schon darüber gesprochen? Ja, Lee gab mir den Auftrag, einige Söldner zu deren Hauptquartier mitzunehmen. Goblins klatschen? Na, besser als die Langeweile hier auf dem Hof. Dann lass uns aufbrechen. Gut. Wenn wir uns verlieren sollten, werde ich vor Orlans Taverne warten. Ist ja schön. Dann komm mal mit. Du Superheld. Hier liegen Pilze. Ach so, die kann man gar nicht aufheben. Stimmt. Das sind Ambientpilze. So, Dele. Brav. Da ist Balso. Hey, du. Ich brauche deine Dienste. Unweit von hier hat sich eine Goblin-Plage eingeschlichen. Wir müssen sie alle erledigen. Alles klar, ich bin dabei. Auf geht's, komm mit. Gut, wenn wir uns verlieren sollten, werde ich vor Orlans Taverne warten. Das ist ja sehr nett von dir. Ja, dann hätten wir hier schon zwei. Einen können wir noch mitnehmen. Wir können sogar noch zwei mitnehmen, fällt mir gerade ein. Wir sollten das auch noch Hodges mitteilen, was wir mit Lee ausgemacht haben. Das war doch schon vorher klar. Ich war bei Lee. Ich konnte das Schreiben von dem Goblin-Anführer entschlüsseln lassen. Sie wollen sich in Korinnes niederlassen. Das müssen wir unbedingt unterbinden. Lee möchte, dass ich mich um dieses Problem kümmere. Und ich. Ich werde dir dabei helfen. Hodges. Du bist kein Kämpfer, sondern ein Bauer. Du kannst nicht die Goblin-Armee mit einer Mistgabel bekämpfen. Genau. Mistgabel. Von welchem Schaf bist du denn gebissen worden? Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe ordentliche Waffen bei mir, die ihre Dienste tun. Außerdem könnte ich so in Torloffs Gunst steigen und endlich seine Stimme erhalten, um Söldner zu werden. Ich bin des Bauernleben satt. Und du bist dir auch ganz sicher, dass du das willst? So sicher, wie ich bald Söldner sein werde. Adanos wird mich leiten und meine Rechte stärken, auf dass viele Goblins von ihr niedergestreckt werden. Meinetwegen, ich habe nichts dagegen. Wenn du aber merkst, dass du mit der Überzahl nicht klarkommst, bleib in meiner Nähe oder hinter mir. Verstanden? Ich möchte Leon gern von deinem Tod berichten. Ich werde ganz sicher aufpassen. Gut, ich melde mich, wenn's losgeht. Das war noch schon vorher klar. Wie sieht's aus? Kämpfst du jetzt mit? Klar, ich kann es kaum erwarten. Hab schon eine Weile keinen richtigen Kampf mehr ausgetragen. Denk aber daran, was ich dir gesagt habe. Lass uns endlich gehen und nicht so viel quatschen. Dann lass uns aufbrechen. Das ist gut. Wenn wir uns verlieren sollten, werde ich vor Orlans Taverne auf dich warten. Jo, prima. So, dann nehmen wir Hodges auch noch mit. Schadet ja nicht, ne? Wo hast du das denn schon? Denn wir wissen nicht, wie viele Goblins auf uns warten werden. Ich werde mich da nicht einmischen. Ich meine, wenn wir von einer Goblin-Armee sprechen, dann wird es auch sicherlich eine Goblin-Armee sein. Also nicht 2, 3, 4, 5, sondern ein ganzer Haufen. Es gibt ja noch einen Söldner. Mit dem können wir auch noch sprechen. Der kann uns ebenfalls begleiten.
Darkbank, wie viele Bugs hast du denn eigentlich? Weil du gesagt hast, du hast so wenig. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ach, du hast gerade mal 12? Wieso denn das? Hattest du nicht viel mehr Bugs oder so? Schon gesammelt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Yo, Zero Senpai, grüß dich. So, hier ist Sammy der Eiserne. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Es wird Zeit, dass du mal deinen Söldnerpflichten nachkommst. Wie meinst du das? Hast du etwas zu sagen? Wir müssen eine Goblin-Armee niederstrecken, bevor es zu einer Katastrophe kommt. Was heißt denn wir? Meinst du etwa mich damit? Du kommst jetzt mit oder du kannst dich mal gerne mit Lee darüber unterhalten. Er ist im Moment besonders gut drauf. Ist ja schon gut, ich komme mit. Das hätte er auch selbst wissen. Wir sollten los. Mach dich kampfbereit. Gut. Wenn wir uns verlieren sollten, werde ich vor Orlans Taverne warten. Ach so, ja, ich hatte dir 50.000 oder so geschenkt, ne? Aber dann habe ich das natürlich reduziert gehabt auf den eigentlichen Wert. Ja, ja, jetzt gib mir nicht die Schuld. Darkbank war nur 3,5 Stunden hier im Chat. Hätte auch deutlich mehr geschätzt. Ich weiß nicht, sieht aber so aus, ja. Ich meine, man kann ja einfach mal den Befehl eingeben, Top 5 oder so. Ich weiß gar nicht, wie die Befehle gehen, die ich da reingebaut habe. Best 5, ach so, läuft das. Dann kann man ja gucken, ne? Yo, Rio mit 720, Ayeng. Ayeng! Du hast schon 528? Oh, Junge. Na, wo haben sie dich denn laufen lassen? Heiligsblechle, da muss ich mal direkt eine Pause einlegen. Und einen neuen Moderator küren, nämlich Ayeng. Sieh mal einer an. Der Gute hat schon 528 Bugs gekillt. Das ist krass. Nichts nur langsam. Das läuft nicht, Ayeng. Ich halte immer das, was ich verspreche. Würdest du mal bitte irgendwas schreiben, Ayeng? Irgend Hallo oder irgendwas, damit ich sehe, ob er das auch angenommen hat. Ansonsten habe ich den Parameter falsch geschrieben. Okay, immer noch verkehrt. Ich weiß es gar nicht mehr, wie das genau geht. Ansonsten müsste ich nochmal beim nächsten Mal gucken. Ich hab's gleich. So, kannst du jetzt nochmal versuchen, Ayeng? Ja, ich glaube, ich hatte den Leerzeichen zu viel gemacht. Der müsste dann weg. Müsste jetzt aber eigentlich gehen. Damit hat der gute Ayeng dann alle Rechte hier. Und egal, Ayeng, ob du jetzt nochmal deine Bugs alle verzockst oder nicht. Ja, ja, super. Wenn du jetzt auch 500 Bugs einsetzen solltest und die verlieren würdest, du bleibst definitiv Moderator. Das ist echt ein Verdienst, den du dir erarbeitet hast. Ne? Kollege. Schön. Ja, ja. So kann's gehen. Also einmal den Status erreicht, immer behalten. Da kenne ich nichts. Das heißt, wenn irgendwelche Leute hier irgendwelche Scheiße posten, Ayeng, dann kannst du einfach über deinen PC diesen Namen von dieser Person rechtsklicken und dann einfach bannen oder timeouten, was auch immer. Du kannst mir da einfach ein bisschen helfen als Moderator, dass diese Leute dann nie wieder hier irgendwas posten. Du kannst natürlich jetzt auch die Links
einfach verlinken, wenn du willst. Du hast jetzt einfach ein paar Rechte mehr als andere. Ist dabei auch die komplette Sounddatei beim Download, Marcello? Ja, zumindest die von der Rebalance, aber nicht von Returning 1.1 und von Returning 1.12.9.de. Hier sind ja auch noch ein paar Dialoge davon. Die muss man sich extra installieren. Und auch die Dialoge der Rebalance sind nicht, sagen wir mal, nicht zu 100% alle vertont. Da fehlen, glaube ich, noch 5 oder 10% oder so. Die hat mein Kollege nicht mehr geschafft. Ich erzähl dir doch nicht. Ich sollte mal speichern, Leute. Das habe ich jetzt wirklich lange nicht getan. Das hier ist ein guter Punkt. Jetzt haben wir hier drei Söldner dabei. Und Hodges. Ich denke, das kriegen wir ganz gut hin. Die Rüstung werde ich jetzt mal wechseln. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, die will ich nicht haben. Die. Das ist doch alles nur geredet. Die geht gut ab. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Den Bogen. Das Problem ist, wenn ich den Bogen benutze, dann werden wahrscheinlich meine Jungs etwas anstellen, was mir nicht so gefällt. Wenn er das nicht sieht, kann ich will das jetzt noch nicht spoilern, für diejenigen, die diesen Bogen noch nicht kennen, was dann passiert, wenn man den benutzt. Ich hatte früher auch das so eingestellt, dass beim Song Request. Hoppla! Okay, darüber rede ich gleich nochmal. Da vorne sind Goblins. Kommandant, Wächter. Goblin Elite. Okay, das wird jetzt gleich lustig werden hier. Bin mal gespannt, ob die Söldner das auch wert sind, was sie wert sein sollen. Schon wieder eins von diesen Biestern. Wow, wow, wow. Ah, die Rüstung ist super. Die hält einiges aus. Die Rüstung ist super. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Naja, so viel Schaden haben die jetzt gar nicht gemacht. Ich kann ja nochmal zeigen. Wir haben einen Rüstungswert von 120. Das ist natürlich schon verdammt hoch mit dieser Rüstung, ne? Die ist schon super. Haben wir gerade einen Soundbug? Nichts zu holen. Sehr schön. Das bringt alles ein bisschen Gold ein. Können wir alles verkaufen. Weiter geht's. Ja, was ich gerade eben erwähnen wollte, und zwar hatte ich vor längerer Zeit mal auch diesen Song Request schon programmiert gehabt hier für den Bot, dass man eben während dem Stream seine Lieblingsmusik laufen lassen kann oder auswählen kann, und dabei hatte ich eigentlich eingestellt, dass die Moderatoren keine Bugs bezahlen müssen und so viele Songs posten können, wie sie wollen, aber dieses Feature muss ich ja wieder deaktivieren, weil ich sonst meine Videos nicht auf YouTube hochladen kann. Da gibt es ja dann Probleme mit den Urheberrechten. Also während dem Livestream ist es natürlich kein Problem, aber sobald diese dann irgendwo gespeichert werden, dann meckert YouTube ja rum. Und deshalb können wir das nicht machen. Goblin-Kommandant und... keine Ahnung, noch einer. Ja. Ja, seht ihr? Das ist der Dexter. Der macht mega viel Damage. Also wir haben echt Power. Macht richtig Spaß, mit dem zu spielen, finde ich.
So, ich glaube, hier sind... Also das hier ist ja die Akelbrücke. Wenn man geradeaus weiterguckt und unten drunter ist ja hier dieses Tal mit den Wagen. Und irgendwo hier müssen sich die Goblins verstecken. Laut Notiz. Razor. Den mache ich jetzt mal platt. Ich bin Meister. Das sollte für mich kein Problem sein, hoffentlich. Drachensnapper auch noch. Dann lieber erstmal den erledigen. Na komm schon, bitte. Ich habe 150 Decks, ey. Das sollte doch für die Entfernung locker reichen. Tut es aber nicht, weil irgendwo ein Mesh dazwischen liegt, glaube ich. Ja, jetzt kommen sie natürlich. Oh, der Raid. Lass mich in Ruhe. Der beißt ordentlich zu. Also ohne die Rüstung wäre ich wahrscheinlich schon tot. Ich hab's immer noch drauf. Junge, Junge, der macht aber echt Damage. Dieser Snapper. Hodges, wieso bist du schon verletzt? Junge, pass mal auf, ey. Du darfst mir hier nicht verrecken. Das wär's noch, ey, wenn der jetzt auch noch stirbt. Das Schöne ist ja, dann ist das alles noch nicht gescheitert. Es wurden hier sehr viele mögliche Enden oder Questverläufe eingebaut, dass einem da eigentlich nicht wirklich viel passieren kann, auch wenn Hodges sterben sollte, ne? Wieso buggt denn keiner mit? Ach, weil ich gerade keine Lust habe, ihr seid ja nur noch am Buggen. Wie kann man so viel Fleischwanzen jagen? Verstehe ich nicht. Die sind doch ekelhaft, die Viecher. Nichts zu holen. Bin mal lieber ein bisschen vorsichtig. Da ist noch ein Orkhund, die sind auch ziemlich bissig. So, das war's mit dir, du Mistkerl. Gut gemacht, Jungs. Ja, ansonsten habe ich das Tal hier schon sauber geräumt von irgendwelchen Viechern. Deswegen findet man hier keine mehr. Da ist die Goblinwache. Ach, ja genau, die sind ja in der Höhle drin. Und dahinter verbirgt sich direkt so ein Goblin-Kommandant, habe ich gesehen. Fertig. So, das war's mit dir, du Mistkind. Mist. Habe ich jetzt Hodges getroffen? Nee. Ich habe den Ball so getroffen. Scheiße. Drecksviecher. Oh, das tut mir leid für dich. Wie läufst du denn hier rum? Trag gefälligst unsere Rüstung. Ich verstehe das ja. Ist ja gut. Trink mal was, komm. Hier, nimm den Heiltrank. Ja, das war jetzt nicht so viel, aber besser als nichts. Ich meine, die heilen sich auch selber, ne? Sobald die weniger als die Hälfte an Lebensenergie haben. Aber der war da ja schon kurz vor der Hälfte. Wenn jetzt irgendwie so ein Schattenläufer kommt, frisst er den einfach auf. Und der hat dann gar keine Zeit mehr, sich zu heilen. Eine Ratte? Was macht denn eine Ratte hier? Ich hab's immer noch drauf. Ein Mistvieh weniger. Boah, ich liebe diesen Dexter, ne? Der lässt sich super spielen. So, seht ihr das? Das war's mit dir, du Mistvieh. Das ist total super, ey. Das macht doch Spaß. Du elender Pirat! Oh nein! Mist, ich muss aus dem Sichtbereich raus. Ach, wie kann ich so blöde sein? Wie kann ich so blöde sein? Das ist mir gerade richtig dumm passiert. Das wollte ich gar nicht. Und? Habt ihr euch wieder beruhigt, oder? Ich habe eine Idee. Das Problem ist aber, die werden sich wahrscheinlich wegspawnen.
Nee, da bin ich unsterblich in dem Moment, Freunde. Das geht nicht mehr. Okay, die sind jetzt zwar wieder weg, aber... Das ist besser als nochmal neu laden. Dann gehe ich die Jungs nochmal holen. Die saufen sich gerade brav in der Taverne ein. Und warten da auf mich. So, Freunde, da bin ich wieder. Was glaubt ihr euch? Wie läufst du denn hier rum? Trag gefälligst unsere Rüstung. Da kannst du eh nicht. Ich will nur wissen, ob er. Da bist du ja wieder. Und glaub gar nicht, da bist du ja wieder. Ja, ja. Er hat auf die Hodges ist auch wieder cool dabei. Und? Du schon wieder. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Oder was? Ist das wirklich nicht wirklich. Komm. Wir haben noch einen Auftrag zu erfüllen, Jungs. Da fehlt noch einer. Das geht natürlich nicht. Da darf keiner fehlen. Er stellt sich da bist du. Mann, Mann, Mann. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Aber es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn einer von denen stirbt oder so. Die sind nicht questrelevant. Diese Söldner. Deswegen hat uns Lee diese mitgegeben. So, dann laufen wir nochmal dieses Wegstück darunter. Und dann würde ich sagen, rein in die Höhle. Mein Name ist Abu Djinn ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Hajj al-Sharidi. Rüstungsschutz sind wir jetzt bei 100, ne? Aber dafür vorgeschossen 200. Das wäre jetzt natürlich nicht ganz so prickelnd. Dann lieber doch die... Was haben wir jetzt? 93, noch weniger? Ach, das war die Trollrüstung, genau. Die gibt uns nämlich 120. Schutz vor Waffen. Prima.
Na dann, rein in die Höhle. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier so abgeht. Das war die Goblin-Wache. Den müsste ich eigentlich schon kriegen, diesen Goblin-Kommandant. So, das Boah, war's mit dir, geil, du One-Hit. So, ey, wir machen so viel Damage. Dir, das ist echt krass, wie so, viel Damage wir machen. Mit dir, du Hoppla. Hoppla. Lass mich in Ruhe. Das war, glaube ich, so ein Goblin-Berserker. Die sind echt gefährlich. Ja. Das sind die stärksten Goblins. Da ist nichts zu holen. Die habe ich alle erledigt, ey. Das ist schon da geil, ist ne? Nichts zu holen. Also mir macht das echt unglaublich viel Spaß, hier mit dem Bogen zu spielen. Ich benutze den Bogen eigentlich nur ganz selten, wenn ich den Nahkämpfer spiele. Aber hier als reiner Bogenschütze, das ist schon traumhaft. Es macht echt viel Spaß. Guckt euch mal die Entfernung an. Okay, jetzt schießen wir gerade in den Boden. Das ist natürlich auch nicht so toll. Ja. Jetzt müsste der Pfeil auch ankommen. Oder es ist noch zu weit weg. Sieht so aus. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ein Mistvieh weniger. Genial, oder? Genial, einfach nur genial. Krieger. Super, hey. Das ist ja richtig super. Da ist nichts zu holen. Die haben Fische dabei, das ist gut. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Die Fische kann man ja wiederum zu Fischsuppen verarbeiten. Und die geben uns ja dann wieder permanente Geschicklichkeitsboni. Da oben ist noch ein Goblin. Ein Mist viel weniger. Ich finde es einfach nur geil, ne? Das macht echt Spaß, aus dieser Entfernung schön zu treffen. Ich hab's immer noch drauf. Hoppla, ich hab, glaube ich, meinen Freund getroffen. Ja, so muss man's den Biestern geben. Ja, Hotges habe ich getroffen. Nichts zu plündern. Den guten lieben Hotges. Das ist also das Lager der Goblins. Hier sammeln sie alles, was sie so finden und bei den Menschen klauen. Die kleinen Biester. Ist ein Ding. Da ist nichts zu holen. So, ich muss auf Hotges aufpassen, der darf mir wirklich nicht wegsterben. Die Quest ist zwar da nicht gescheitert, aber ich will es einfach nicht, ne? Ich will es echt nicht, dass er stirbt. Extrakt der Heilung, dann halt hier, das. Hier, nimm den Heiltrank. Ist mir auch egal. Bist du jetzt geheilt? Jo, ist er. Legolas-Feeling, genau. Ayeng. Das ist doch der von Herr der Ringe. Dieser Blondschopf. Das ist ein Zwerg, wollte ich sagen. Nee, ist er gar nicht. Das war, glaube ich, ein Elf, ne? Ah, ist noch zu weit weg. Kann natürlich sein, dass ich gerade voll in die Pilze reinschieße, die hier auf dem Boden wachsen. Dass ich deshalb dann die Monster da nicht treffe.
Ein Mist wie weniger. Ah ja, jetzt. Hallo? Das ist doch nur eine Ratte. Ich hab's immer noch drauf. Ja. Ich hab's immer noch drauf. Ja, da brauche ich auf jeden Fall noch mehr Geschick. Da reichen die 150 nicht. Nichts zu holen. So, Jungs, schön hier bleiben, ne? Bloß nicht abhauen. Nicht da ist nichts, nichts zu holen. Nichts zu holen. Alle ausrotten. Goblin-Kommandant? So, das war's mit dir, du Mist. Wow! Da ist Yaltorg. Wow, 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 wow. Oh, der ist schon fast tot. Mach den fertig, Jungs. Ich hab's immer noch drauf. Oh. Die haben aber auch schön aufs Maul gekriegt, habt ihr gesehen? Die mussten sich heilen. Da ist nichts zu. Sehr schön. Nichts zu holen. Bossgegner erledigt. Ich sag ja, die Söldner sind auf jeden Fall eine Hilfe. Hätten wir das jetzt alleine gemacht, dann wäre es wirklich um einiges schwerer gewesen. Nicht zu plündern. Habe ich. Da ist nichts zu auch genommen. Sialtorg. Ein Schlüssel und kostbare Schatulle, okay. Wo ist denn seine Waffe? Jetzt hat er eine im Gepäck, okay. Da ist nichts zu holen. Dann gehen wir mal runter. Okay, da ist soweit alles tot. Hier liegt ja so einiges rum, ne? $250 können wir gut gebrauchen. Wir haben nämlich nichts mehr. Schneidezahn kann man verkaufen. Lederbeutel. Elixier der Heilung ist immer gut. Schildkrötensuppe. Fischsuppe. Oh, das ist eine schöne Spruchrolle. Eiswelle. Sehr hilfreich. Ja, nochmal Gold und ein bisschen Kram. Horn eines Schattenläufers. Großer Trank der Geschwindigkeit. Extrakt der Heilung. Und hier Mana-Elixier. Das nenne ich doch mal eine fette Ausbeute. Jo, super. Ich brauche die nicht mehr. Geschafft. Sialtorg ist tot. Geschafft. Sialtorg ist tot. Die Goblin-Plage ist endlich vorüber. Was machen wir mit dem Rest von ihnen, die noch in Korinnes weilen? Ist nicht mehr wichtig. Ihr oberster Anführer ist ja tot. Wir müssen zurück zum Hof und Lir die gute Nachricht überbringen. Das stimmt. Vor diesen Biestern haben wir in nächster Zeit erstmal Ruhe. Wie habe ich mich gehalten? Habe ich gut gekämpft? Ich war wirklich beeindruckt, wie tapfer du dich geschlagen hast. Das werde ich Torloff auf jeden Fall erzählen. Ich denke, das dürfte ihn etwas milde stimmen, was deine Aufnahme bei den Söldnern angeht. Wollen wir es hoffen. Ich habe nicht umsonst meinen Hals riskiert. Rede mit Torloff und berichte mir seine Entscheidung. Werde ich. Doch lass uns erstmal zurückgehen. Jo, okay, also dann gehen wir zurück. Ich könnte jetzt natürlich auch in Korinnes noch ein bisschen mit den Gurkenköpfen hier rumlaufen, aber darauf habe ich keine Lust. Also um einfach irgendwelche Monster zu plätten, aber die Schlepperei ist manchmal schon nervig, weil sie hier hängen bleiben und dort hängen bleiben und da muss man zur Taverne zurück, um sie abzuholen. Also
Das lassen wir mal schön sein. Zudem sind wir sehr stark, wie man gesehen hat mit dem Bogen. Der macht verdammt viel Damage. Das macht schon echt Spaß hier. Wieso ist die Ratte noch hier? Ach so, wegen Fleisch. Da ist nichts zu holen. Ja, gehen wir doch zurück zu den Söldnern und reden mit Torloff und Lee. Bin mal gespannt, was da so los ist. Wir werden auf jeden Fall hier in diesem Stream die Geschichte um. Und dann sehen wir weiter. Ja, und dann im Anschluss spiele ich noch ein bisschen die Garde. Höchstwahrscheinlich. Oder Valendor, mal gucken. Ich wollte eigentlich die Garde nur let's playen. Aber vielleicht mache ich das auch mal live, mal gucken. Im Moment bin ich ja sehr angetan von der Modifikation Valendor und aus dem Leben eines Diebes. Und zwar deshalb, weil diese beiden Modifikationen haben teilweise sogar eine bessere Sprachausgabe als Gothic 2 selbst. Das ist erstaunlich, wie professionell die Sprachausgabe dort ist. Und wie ihr selber wisst, ne, Synchro trägt unglaublich viel zu Atmo bei. Das macht schon sehr viel von einem Spiel aus, wie eben die Dialoge gesprochen werden. Ich kenne sowas. Ist einfach so. Sag mir nicht, es gibt ja sogar moderne Spiele, die vertont wurden, wie zum Beispiel Two Worlds oder so. Ich glaube auch auf Deutsch. Oder andere Spiele halt, ne? Und da ist die Synchro einfach nur monoton. Das sind zwar deutsche Sprecher, aber die labern, kann man fast sagen, alles so monoton runter. So, meine lieben Menschen, bin jetzt bis zum Abend weg. Tischtenniskram. Ja, dann viel Spaß, lieber Lumpi. Danke, dass du da warst. Genieß deinen Samstag noch. Vielleicht sehen wir uns heute Abend dann eventuell bei Absims Stream. Wenn er Bock hat. Und wenn du natürlich auch Lust hast. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Okay, dann werden wir hier mal den Sammy entlassen. Er muss einfach mehr trainieren. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Denkst wohl, ich erkenne dich nicht? Verschwinde und zieh dich um. Das ist wirklich nicht mein Problem. So, jetzt sollte es aber gehen. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich brauche dich nicht mehr. Ich gehe wieder zurück. Tschüss. Und weiter geht's. Das habe ich früher auch immer gesagt. Gut, als nächstes werden wir Balsor entlassen. Man weiß gar nicht mehr, wen man noch. Der Gute hat auch seinen Dienst getan, auch wenn er ein bisschen verletzt ist. Ich brauche dich nicht mehr. Gut, dann gehe ich wieder zurück zum Hof. Ja, bist ja schon so gut wie da, ne? Ich werde mich da nicht einmischen. Da muss man mal zuhören. Ja,
Das habe ich früher auch immer gesagt. So, lieber Gantor, auch du kannst gehen. Ich brauche dich nicht mehr. Wenn du meinst, dann gehe ich jetzt eine Runde pennen. Nicht wirklich, oder? Du hast sicherlich noch was anderes zu tun. Das höre ich zum ersten Mal. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Er hat auf die falschen Leute gehört. Wo hast du das denn schon? So, mein Freund. Keine Ahnung, ich brauche dich nicht mehr. Okay, ich gehe wieder zurück zur Schmiede. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ja, das hat er wirklich behauptet. Ich könnte dir Sachen erzählen. Jetzt warte ich, bis er an der Schmiede ist und guck mal, ob er noch eine Gesprächsoption hat. Das ist ja doch nichts Neues. Das hätte er auch selbst. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das hat er doch vorher gewusst. Meinst du, mir geht es besser? Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Das will doch keiner. Er hörte das nicht. Das ist doch alles. Hey, Gaming! Servus! Hat sich das jemals ändert? Okay, der hat keine Gesprächsoption, dann guck ich mal eben ins Tagebuch rein. Der Kampf gegen die Goblins ist vorbei. Sjaltorg ist erledigt. Das wird Lee sicherlich freuen. Hodges hat sich tapfer gehalten. Mal sehen, was Torloff dazu sagt. Okay, also das heißt, wir sollten dann mit Torloff sprechen. Keine Ahnung, sag du es. Ich wundere mich über da ist der meine gute Meinung will ja keiner hören. Ich habe gehört, dass ihr die Goblins erfolgreich zurückgeschlagen habt. Ist es wahr, dass sie sprechen konnten? Ich habe so einiges so ist gehört. Doch nur die Anführer konnten sprechen. Der Rest von ihnen verhielt sich wie gewohnt primitiv. Doch das ist dank dem guten Ausgang des Kampfes Geschichte. Trotzdem hat sehr viel dazu beigetragen, dass es so gekommen ist. Du meinst doch nicht etwa diesen Bauer, der sich einbildet, Söldner werden zu können? Genau den meine ich. Er war auch derjenige, der die Überfälle der Goblins nachts beobachtet hat, während der Rest der Söldner gepennt oder betrunken war. Das sollte dir mächtig zu denken geben. Ein Bauer, der die Geschicke des Hofs leitet, Tiss. Ja, war? Was soll ich sagen? Hem, du hast ja recht. Wir alle sind etwas angespannt, da wir nicht wissen, wie sich die Lage noch entwickeln wird. Was Hodges da im Namen der Söldner gemacht hat, verdient Achtung und Respekt. Und da du selbst für ihn sprichst, will das schon etwas heißen. Ich werde Lee davon erzählen und ihn bitten, Hodges in die Reihen der Söldner aufzunehmen. Richte Hodges bitte aus, dass er morgen Mittag zu Lee kommen soll, damit er gebührend aufgenommen wird. Ich möchte mich auch bei dir bedanken für alles, was du bisher geleistet hast. Du hast für den Hof verrichtet. Nimm dies als Zeichen meiner persönlichen Anerkennung. Er sich so aufregt. Danke. Oh, das ist aber schön. Danke, lieber Torloff, du bist ja doch ein ganz netter, habe ich das Gefühl. Also, wir sollen mit Hodges sprechen. Marcello, wie groß ist eigentlich die Rückkehr des Rebalance auf der Platte? Also, lieber Darkbank, die Rebalance ist ja eine eigene Datei. Die ist, glaube ich, insgesamt 1 Gigabyte ungefähr groß. Nicht mehr und nicht weniger. Aber wenn du die Version 1.12.9.de installieren willst, brauchst du ja vorher Version 1.0, 1.10, 1.1 und dann den Patch 1.12.9.de, das ist eine andere Version. Die zusammen sind, glaube ich, auch knapp 1 Gigabyte groß, also mehr ist das nicht. Du kannst natürlich beide Versionen, also 1.0 bis 1.12.9.de, ist ja eine Version zusammen und Rebalance ist eine extra Version. Du kannst beides natürlich installiert haben, dann sind das quasi etwas mehr wie 2 Gigabyte. Von mir erfährt keiner. Wo hast du das denn schon wieder? Mehr ist es nicht. Hallo Dorian, ja, ich weiß, dass du das bist, lieber Ryan. Und mein Bot hat dich auch schon als Ryan begrüßt. Davon lass ich das auch nicht mehr. Gut, reden wir mal mit Hodges. Ich habe tolle Nachrichten für dich. Torloff wird dich bei Lee empfehlen, damit du Söldner werden kannst. Ist das wahr? Ich kann es gar nicht glauben. Dann hat sich all die Anstrengung doch noch gelohnt. Ich freue mich für dich. Du sollst morgen zur Mittagszeit zu Lee gehen, damit du aufgenommen wirst. Das werde ich. Oh ja, das werde ich. Du wirst doch dabei sein, nicht wahr?
Komm doch morgen her und wir gehen zusammen hin. Wenn du mich so nett darum bittest, gern. Bis dann. Meine Meinung kennst du. Okay, also morgen dann mit Hodges nochmal zu Lee. Aber wir müssen noch mit Lee sprechen, dass wir eben diesen Sialtalk erledigt haben. Ja, lieber Ryan, wir sitzen bei dir aus. Alles gut? Ich glaube, du Let's Playst ja gerade Bethesda, also Oblivion, kann das sein? Ich habe da irgendwie eine Nachricht bekommen, dass du irgendwelche Videos hochlädst von Bethesda. Finde ich aber cool. Oblivion wollte ich auch irgendwann noch spielen. Gut, mein Freund, dann. Der weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Die Plage ist vorüber. Wir haben ihr Hauptquartier dem Erdboden gleichgemacht. Keiner hat überlebt. Das höre ich gern. Endlich wieder Ruhe. Auch Ona wird sich darüber freuen. Nun kann ich mich wichtigeren Dingen wieder widmen. Eine saubere Leistung, die du abgeliefert hast. Du hast dem Hof sehr geholfen. Es ist schon erstaunlich, was du immer wieder zustande bringst. Na, das siehst du mal, lieber Lee. Es ehrt mich sehr, mich als deinen Freund bezeichnen zu dürfen. Das will ich auch hoffen. Hast du eigentlich ein Andenken mitgebracht, um das ich dich gebeten hatte? Ich denke schon. Aber ja doch, hier, ein besonderes Schwert von diesem Sialtor. Hem, interessante Form. Und so kurz. Naja, Goblins sind ja klein. Ich werde mit Ona über eine ordentliche Belohnung für dich reden. Ich lasse es dich wissen, wenn es soweit ist. Alles klar, danke. Lad gerade auch wieder Gothic 2 Rebalance hoch von deinem Save. Ach, das, was ich dir geschickt hatte? Ja. Du wirst das nicht glauben, normalerweise streame ich ja diesen Decksbild nicht, Ryan, aber heute ausnahmsweise mal den Leuten zu zeigen, dass man wirklich auch als Fernkämpfer noch mehr Ärger in Returning, also zumindest in der Rebalance spielen kann. Du glaubst gar nicht, wie viel Spaß ich daran habe. Das ist so genial, das macht so Spaß. Du hast natürlich einen Save, der ja, glaube ich, vor Jakenda ist. Und jetzt zeige ich dir mal meine Werte. Wir haben jetzt Jakenda abgeschlossen. Ich erzähl dir doch nichts sind Neues. Im Minental gewesen und haben da schon ein paar Sachen gemacht, also nur nicht viel, aber guck dir mal die Werte an. Söldner im zweiten Kapitel, Stufe 45 schon, wir haben 153 Geschick und sind Bogenmeister bei 88%. Wir knallen so gut wie es geht alles runter, Ryan, wir machen alles platt mit dem Bogen, das ist der Hammer, ey. Das macht so Fun. Und vor allem aus der Entfernung, ne? Das ist richtig geil. Wo hast du das denn schon wieder her? Das kann doch nicht wahr sein. Ist das wirklich wahr? Ja, und jetzt machen wir gerade eben die Schatzsucher-Questreihe. Und da ist auch die Goblin-Plage mit involviert. Ich weiß nicht, ob du die schon jemals gespielt hast. Also die ist auch super. Da bin ich selber ein bisschen begeistert von dem, was ich da programmiert habe. Nicht mehr, was ich kann mich da selber mal ein bisschen loben. Also mir macht es echt Spaß, das zu zocken. Okay, hier geht's auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Wir müssen bis zum nächsten Morgen schlafen. Ich habe meine eigene Meinung. Man weiß gar nicht mehr, wem mit Hodges zu Lee zu gehen. Das habe ich früher auch immer ganz oft. Ach so, Moment mal, wir wurden ja von Torloth belohnt. Das war auch ein besonderer Bogen. Seltener Eichenbogen. Das ist wirklich nicht mal. Das höre ich zum ersten Mal. So sieht er aus. Ich wundere mich über gar nicht. Den finde ich auch sehr schön. Keine Ahnung, sag du es mir. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Glaubst du wirklich daran? Ist ja recht klein. Ja, Darkbank, sehe ich genauso. Da gibt es andere Dateien, wie zum Beispiel von Odyssey, die sind sehr groß, ne? Aber obwohl die Rebalance unglaublich riesig ist, vom Content her, finde ich ein Gigabyte jetzt nicht so viel. Meinst du, mir geht es besser? Wirst du eigentlich zu den Drachenjägern gehen, Marcello, wenn du es kannst? Wenn er das nicht sieht, kann ich. Ja klar, wir sind ja Söldner. Und dann werden wir natürlich automatisch auch Drachenjäger. Selbstverständlich. Ich kann das nicht glauben. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, ich lasse den Bogen mal ein bisschen ausgerüstet. Der passt sehr, sehr gut zu dieser Rüstung hier oder auch zu der Crawler-Rüstung. Wo ist sie denn hier? Von der Farbe her? Sieht doch gut aus, ne? Oder hier zu der Rüstung? Passt farblich sehr, sehr gut. Da muss man mal ganz kräftig okay, wir wollten mal eine Runde schlafen. Das will doch keiner mehr hören. Er hat auf die falschen Leute gesetzt. Das ist doch lange bekannt.
Das habe ich früher auch immer dazwischenhauen. Ich werde mich da nicht einmischen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Da kannst du eh nichts dran helfen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Was ich glauben soll. Ich habe für so etwas keine Zeit. Ich wundere mich über ihn. Ich schlafe jetzt einfach mal bis morgen Mittag oder so. Was habe ich denn für eine Einhandwaffe ausgerüstet? Weiß ich jetzt eigentlich nicht. Meine Meinung will ja keiner hören. Paladinschwert. Kann ich noch was erzählen? Ich erzähle dir noch nichts Neues. Nein. Das hat es eigentlich nicht verdient. 9 starke Punkte zu wenig. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ja, ich denke mal, das hier sieht schön aus. Die schwere Nagelkeule. Die lasse ich jetzt auch ausgerüstet. Mir hatte das nicht. So, und da wir Söldner sind, sollten wir natürlich auch, wenn wir mit dir sprechen, die Söldnerrüstung anhaben. Ich habe so einiges gehört. Bist du soweit? Die erwartet dich sicherlich schon. Sicher. Ich bin sehr aufgeregt. Ach, das wird schon. Sind ja nur ein paar Worte, die Lee sprechen wird. Die Diskussion mit Ona über deinen Sold finde ich da schon fast interessant. Ich weiß, das ist mir im Moment erstmal egal. Genau. Ich werde Söldner. Was für ein Gefühl. Lass uns lieber gehen, bevor du noch ein Herzproblem bekommst. Ja, gehen wir. Ich folge dir. Sehr schön, dann komm mal mit, Jung. Das hat er wirklich nicht verdient. Ja, das hat er wirklich mal. Oh, der Bogen gefällt mir richtig gut, ne? Dieser Eichenbogen. Ich finde ihn sehr schön. Das ist wirklich nicht mein Problem. Weitergehen. Meinst du, mir geht es besser? Davon lass ich lieber die Finger. Immer schön mitkommen. Glaubst du wirklich daran? Ich geh mal auf die andere Seite. Da seid ihr ja endlich. Wurde auch Zeit. Wir wollen sofort mit der Aufnahmezeremonie anfangen. Hodges, ich weiß mittlerweile, dass du den Wunsch hegst, ein Söldner zu werden. Um das zu erreichen, bist du bis an deine Grenzen gegangen und hast nicht aufgegeben. Du hast sogar den Bauernhof vor großem Schaden bewahrt. Außerdem ist Bennett, unser Schmied, mit deiner bisher geleisteten Arbeit in der Schmiede, sehr zufrieden. Torloff war dir gegenüber wohl etwas zu voreilig mit seiner Skepsis. Aber er hat seinen Fehler erkannt und dich mir empfohlen. Damit hast du etwas geschafft, wovon viele noch weit entfernt sind. Ich habe in mein Vernehmen mit Ona beschlossen, dich in die Reihen der Söldner aufzunehmen. Ja, das ist doch schön. Du hast es dir reichlich verdient. Dein Leben als Bauer ist nun zu Ende. Ab jetzt bin ich dein Mentor und ein Sprechpartner. Noch mehr Ärger. Wenn du etwas lernen willst, frag einfach die Jungs. Zeit genug haben sie ja. Deine Rüstung und deine Waffe wirst du gleich nach der Zeremonie bekommen. Du solltest auch mit Ona über deinen Sold sprechen, das ist nicht mein Belang. Und nun möchte ich dir im Namen von Ona und dem Hof nochmal herzlich Danke sagen. Ona hat mich gebeten, dir eine angemessene Belohnung zukommen zu lassen. Du kannst frei wählen, was du möchtest. Jetzt bin ich gespannt. So, das sieht aber sehr, sehr geil aus. Gib mir Gold. Ja, das könnten wir gerade sehr gut gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte eine Waffe haben. Nee, will ich nicht. Wir haben schon sehr starke Bögen. Eine Rüstung wäre genau das Richtige für mich. Eigentlich auch nicht. Da haben wir unsere Jägerrüstungen. Nichts, eine gute Tat macht man aus freien Stücken. Das wäre natürlich sehr ehrhaft. Ich hätte gern etwas, das meine Kräfte steigert. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich möchte eine Rune haben. Nö, wir sind kein Magier. Obwohl. Das wäre ja Fernkampf. Ich habe da meine eigene Meinung. So, lieber Darkbank, ich kann dir das zeigen, was du machen musst. Weiß nicht, warum er sich zwar so live, aufregt. Während der Aufnahme, dann weißt du nämlich direkt, wie man das macht. Ich gehe mal eben aus dem Dialog raus. Ich werde jetzt einfach mal gar nichts wählen. Nichts. Eine gute Tat macht man aus freien Stücken. 4500 Erfahrung. Das ist sehr nobel von dir und ehrt dich sehr. Sehr geil. Selbstlosigkeit hat noch keinem geschadet. Ich wusste, dass ich dich nicht zu Unrecht als meinen Freund bezeichnet habe. Ärger kann ich nicht gebrauchen. Du machst deinem Namen alle Ehre. Ja, das tun wir. Unglaublich. Ich bin jetzt wirklich ein Söldner. Schau dir das mal an, was ich für eine Rüstung bekommen habe. Sag mal her. Das habe ich nur dir zu verdanken. Cool. Wie kann ich dir das nur vergelten? Wenn ich doch bloß schon meinen ersten Sold hätte, dann.
Hodges, ist gut. Du brauchst mir nichts zu geben. Es würde mir schon reichen, wenn du das stumpfe Jagdmesser noch schleifst. Ich brauche es wirklich dringend, da ich durch die vergangenen Umstände meinen Auftraggeber habe lange warten lassen. Könntest du das machen? Aber natürlich. Das ist doch das Mindeste, was ich für dich tun sollte. Triff mich später am Nachmittag in der Schmiede. Dann wirst du dein Jagdmesser bekommen. Sie haben ihn natürlich doch noch. Okay, schön. Super, wir haben, weil wir nichts gewählt haben, 4500 Erfahrung bekommen. Das war doch Puh, das ist natürlich auch sehr geil. Ja, also, ich mach mal eben kurz einen Quick Save und eine Pause. Dann werde ich mal eben... Alles klar, Dorian, bis gleich. Darkbank zeigen. Black Screen. Warum auch immer. Ist das jetzt ein Absturz oder was ist los? Seht ihr das? Ich habe hier voll... Hä, was war das? Jetzt ist alles wieder normal? Wie du sagst. Also komm mir nicht so. Ich bin ganz vorher gewusst. Ich komme nicht in den Fenstermodus. Was hast du das denn schon wieder her? Okay, dann erzwinge ich das mal. Ich werde mich dann nicht anmelden. Dann halt nicht. Geht gerade im Moment irgendwie nicht, der Fenstermodus. So, lieber Darkbank, du gehst natürlich Gothic 2. Tu ich mal hier hin. Ich meine, mich will ja keiner hören. Gothic 2 Gold, dann gehst du System und dann irgendwo ist hier deine Gothic Idee. Wie du sagst. Die machst du mal auf. Ich glauben. Und dann suchst du. Moment, da muss ich jetzt selber gucken, wo das ist. Ich werde mich da nicht einmischen. Ich glaube, Ryan hat es ja irgendwo schon aufgeschrieben. Use Quick Save. Ich kann man sich nicht drauf verlassen. Ich suche mal nach dem Wort Use. Da kannst du eh nicht so, wie du sagst. Wo haben wir es denn? Use Gothic 1 Controls? Nein. Ja, da. Das hat er doch vorher gewusst. Das heißt, in Zeile 123 bei mir, und das ist unter dem Reiter Game. Ne? Einfach runterscrollen, Game, und dann immer weiter, bis du findest Use Potion Key. Kannst du auch auf einstellen, wenn du willst. Dann kannst du über Hotkeys dann Mana und Heiltränke benutzen. Das ist so ein bisschen Cheaten, aber ich nutze sowieso nie. Unten drunter befindet sich Use Quick Saves. Das heißt, mit F5 kannst du schnell speichern und mit F9 kannst du schnell wieder laden. Und dann musst du natürlich das Ganze, wenn du hier eine Änderung machst, jetzt mache ich das mal auf 0 und dann auf 1, musst du hier dann speichern. Sonst wird es nicht gespeichert, ist ja klar, ne? Okay, ich hoffe, das konnte dir jetzt ein bisschen helfen. Dann gehen wir wieder hier raus. Das hat er wirklich nicht verdient. Und wieder rein ins Spiel. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wieso brauchst du das nicht zu sagen? Jo, wunderbar. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Dann müssen wir... Ich glaube, mittags oder so mit Hodges nochmal reden. Wo ist er denn? Ja, jetzt hängt er da fest, warum auch immer. Passiert manchmal. Das habe ich früher auch nicht gemacht. Die KI der NPCs ist jetzt nicht die beste. Irgendwie ist meine FPS-Anzeige gerade weg. Warum auch immer. Da mache ich mal die von Fraps an. 39 ist aber ein bisschen arg wenig, oder? Was ist denn hier los? Kräftig dazwischenhauen. Von mir an und sag du es mir. Das höre ich zum ersten Mal. 36, hä? Ist gerannt, als ob Bea selbst hinter ihm her wäre. Ja, liebe Leute, mal ganz kurz Pause. Jetzt werde ich nochmal versuchen. Ich komme nicht... Ah ja, jetzt ist sie auch wieder da. Das ist schon mal gut. Dann mache ich mal die mal aus. Aber warum ich nicht mehr mit dem Renderer in den Fenstermodus wechseln kann, verstehe ich nicht. Seht ihr, ich versuche es ja, aber er geht nicht in den Fenstermodus. Warum auch immer. Davon lasse ich lieber die Finger.
Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Das ist komisch. Das war genau so, wie du sagst. Das ist wirklich nicht mein Problem. Mein PC spinnt gerade ein bisschen rum, habe ich das Gefühl. Nochmal das hier ausführen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Hallo? So, jetzt Etle. Nee, ich habe keine Ahnung, warum hier die Frames, aber das muss irgendwie am Renderer sein. Die falschen Leute. Von mir hatte das nicht. Na, ist ja alles noch im Rahmen. Solange es über 30 ist, ist kein Problem. Man noch glauben kann. Glaubst du wirklich? Glaubst du wirklich daran? Nee, ich glaube, da müssen wir wirklich bis Mittag warten. Ich werde mich da nicht einmischen. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich erzähl dir noch nichts. Das habe ich früher auch gemacht. Oder bist du Nachmittag? Ich habe für so etwas keine Zeit. Das hat er doch vorher gewusst. Da kann man sich nicht drauf einlassen. Das ist eine schöne Sache. Das hätte er auch selbst. Nee, da ist auch noch eine Latenz beim Quicksave. Ich werde mal eben kurz das Spiel beenden. Ist ja nicht das Problem. Und dann starten wir das einfach nochmal neu. Dann sollte das wieder in Ordnung sein, weil der RAM ist komplett geleert. Darkbank, bist du noch da? Hast du das jetzt ausprobiert mit der INI? Ich hoffe, du hast es gesehen. Ja, wir machen hier sowieso gleich Sense. Ich habe ja gesagt, wir schließen noch die Sache mit Hodges ab und dann ist gut. Dann habt ihr das gesehen. Wie es ist, als Dex-Kämpfer hier zu spielen. Gut, man hat jetzt nicht so viel gesehen, aber... Ich könnte jetzt auch noch ein paar Orks klatschen, damit ihr sehen könnt, wie viel Schaden ich bei den Orks mache mit dem Bogen. Und knapp 100% Bogenskill, das ist schon richtig geil. So, ist gleich geladen. Wir warten und warten und warten und schlafen gleich dabei ein. Lieber Renderer, komm schon. Da ist er ja. Das hat jetzt ungewöhnlicherweise etwas länger gedauert als sonst. Ich weiß nicht wieso. Aber das sind die Frames wieder. So wie ich sie gerne hätte. Bin da ein bisschen anspruchsvoll. Schön, dass du kommst. Ich habe mittlerweile das Messer geschärft. Kein Vergleich zum vorherigen Zustand. Es könnte wahrscheinlich sogar Glas schneiden, so scharf ist es. Das ist super. Sehr schön. Wie lange habe ich darauf gewartet? Nun kann ich endlich meinen Auftrag erfüllen. Bosper wird sehr zufrieden sein, wenn er sieht, wie sehr ich mich bemüht habe. Ich danke dir, Hodges. Ich wünsche dir viel Glück bei deinem neuen Leben als Söldner. Ich muss dir danken, nicht du mir. Besuch mich doch mal wieder. Darüber würde ich mich sehr freuen. Jo. Mach ich. Klasse. Okay, dann wäre das jetzt soweit offiziell. Wir haben das scharfe Jagdmesser von Hodges erhalten und somit kann man auch die Schatzsucher-Questreihe fortführen. Ich werde das jetzt mal hier speichern. Ne? Das ist quasi der Endsave für diesen Stream, aber ich lade nochmal neu. Hm.
Kann ich das überhaupt noch? Ach nee, geht ja nicht mehr. Jetzt habe ich den ja gerade überschrieben, ne? Mist. Nee, geht nicht mehr. Ich habe jetzt einfach überlegt, dass ich euch mal den anderen Weg zeigen könnte, wenn Hodges stirbt, was dann passiert. Aber das geht jetzt natürlich dummerweise nicht, weil ich es gerade eben überschrieben habe. Und hier wären wir komplett nochmal am Anfang. Ja gut, okay, dann hat sich das erledigt. Also wenn Hodges stirbt, kann man natürlich hier alles weiterspielen und kann nie davon berichten, dass man Sjaltok erledigt hat. Und es gibt einen anderen Weg, wie man eben an das scharfe Jagdmesser rankommt. Man kann dann auch bei einem Händler in Korinis ein kleines Minigame spielen. Ist auch interessant. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle Sense mit diesem Decksbild. Ihr habt es gesehen. Da geht so einiges. Ich könnte jetzt natürlich auch noch ein bisschen mehr zeigen, aber das sollte erstmal reichen. Vielleicht streame ich das nochmal. Und ich denke, ich werde jetzt noch ein bisschen Valendor reinschmeißen. Ich habe mir das schon gedacht. Also eine halbe Stunde noch und dann reicht's für heute. Wir können ja morgen nochmal ein bisschen streamen. Also, wenn ihr Bock habt, ich bin noch da. Bis gleich.